Es ist wohl der Ort für royale Großereignisse. Hier auf Schloss Windsor haben sich schon einige Mitglieder des Königshauses das Ja-Wort gegeben. Zuletzt Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank. Im Mai 2018 hat Harrys und Megans Traumhochzeit aus der gleichnamigen beschaulichen Kleinstadt für einige Tage den Hotspot des Landes gemacht. Vor allem die St. George's Chapel ist als Teil des großen Anwesens durch die verschiedenen Trauungen weltberühmt. Doch auch abseits prunkvoller Zeremonien verbringt die Hausherrin Queen Elizabeth gerne viel Zeit in den imposanten Mauern. Der Bau zählt nämlich zu ihren Hauptwohnsitzen. Wir zeigen euch, was das Gebäude so alles zu bieten hat. Allein die Größe des Areals ist schon mehr als beeindruckend. Das Innere des Schlosses macht dann aber sprachlos. Über viele Jahrzehnte haben sich hier die wertvollsten Schätze angesammelt und machen die unzähligen Räume zu kleinen Museen. Hier zu sehen der Oak Room, wo Persönlichkeiten wie die Obamas empfangen werden. Auch ihr Porträt anlässlich eines Jubiläums hat die Queen hier feierlich entgegengenommen. Der Raum zeichnet sich durch eine klassische Eleganz und die dezenten Weißtöne aus. Diese Farbwahl setzt sich auch im White Drawing Room fort, wie bereits der Name verrät. Doch hier fällt die Inneneinrichtung wesentlich opulenter aus. Aufwendige Goldverzierungen schmücken die Wände dieses Zimmers. Hier werden Auszeichnungen vergeben oder hochrangige Gäste empfangen. Der traumhafte Ausblick und gemütliche, edle Polstermöbel dürften den Raum wohl zu einem beliebten Ort für Besprechungen machen. Es geht aber noch viel glamouröser. Der State Dining Room besticht mit seiner Opulenz. Goldene und rote Akzente, Stuck und edles Interieur, soweit das Auge reicht. Vor allem um die Weihnachtszeit werden dieser Speisesaal und die umliegenden Räumlichkeiten zum festlichen Augenschmaus. Geschmückte Tannenbäume zieren jeden Winkel und das edle Tafelsilber wird auf Hochglanz poliert. Doch das Schloss birgt auch Räume von historischer Bedeutung für die Politik. Das beste Beispiel dafür ist die Waterloo Chamber. Über ein imposantes Treppenhaus vorbei an zahlreichen Ritterrüstungen gelangt man in den riesigen Saal. Hier finden unter anderem politische Gipfeltreffen und große Banketts statt. An den holzvertäfelten Wänden findet man eine Galerie mit Porträts aus dem frühen 19. Jahrhundert. Die Decke ist gespickt mit funkelnden Kronleuchtern. Ein atemberaubender Anblick. Und das sind nur einige der pompösen Räume des Windsor-Anwesens. Das beinahe 1000 Jahre alte Schloss ist wirklich ein Feuerwerk für die Sinne.